Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um das Heldenwerk-Abenteuer Tyrannenmord für das Schwarze Auge, herausgegeben von Ulysses Spiele. Viel Spaß! Ja, worum soll es gehen in diesem Abenteuer? Es geht um einen Wesir. Das ist quasi so eine Art Baron im Mittelreich. Hier wird aber auch noch einmal für alle, die sich noch nicht in den Ptolemäenlanden aufgehalten haben, also auch explizit dann Neulinge, wird dann immer noch einmal erklärt, was diese neuen Begriffe sind, was ich eben ganz schön finde. Spoilerwarnung, dicker, fetter Spoiler. Es geht um einen Wesir, der die Amtsgeschäfte von seinem verstorbenen Bruder übernommen hat. Und dieser Bruder hat noch einen Sohn, das ist jetzt normalerweise der Erbe. Er möchte allerdings selber weiterhin Wesir bleiben und nicht nur auf diesem, naja, geliehenen Titel bis beruhen lassen, sondern er würde jetzt ganz gerne dauerhaft Wesir bleiben. Dazu muss er diesen Sohn umbringen und das hat er eben auch versucht. Der Sohn selber, so ein bisschen das Abenteuergehen in sich und ist dann als Händler umhergezogen und auf einer dieser Händlerreisen sollte er jetzt umgebracht werden. Das hat nicht geklappt, er konnte sich retten und ist in ein Tal geflohen, in ein Tal mit, naja, Ferkiner, also sehr archaische Ptolemäen, wenn man so möchte, die sehr brutal leben in einer patriarchischen Welt. Da hat er sich jetzt erstmal hingeflohen, beziehungsweise wurde dann auch gefangen genommen, ganz genau, das weiß man nicht. Die Helden werden jetzt von diesem Baron angeworben. Warum genau sie jetzt da sind, das könnte sich der Spielleiter eben selbst überlegen, ob man dann den Manadi gerade hoch oder runter segelt, also ein Fluss. Ich kann hier gerade noch mal eine Karte einblenden, damit ihr ungefähr wisst, wo das Abenteuer ungefähr spielt. Wer da also seine Helden hingebracht hat, der wird dann von diesem Wesir angeworben, nach dem Motto: Ich habe jetzt erfahren, wo dieses Tal ist, in dem er ist. Jetzt geht es nicht darum, dass man ihn umbringt, denn der Wesir tut darauf, dass man doch der Liebe und Nette ist, sondern man soll ihn erstmal finden und retten. Naja, er schickt dann noch seinen Leibwächter mit Kasim, beziehungsweise Kasum ibn Djafur, und das ist erst einmal derjenige, der die Leute führen soll, und mit dem Geschick der Helden soll man den Sohn doch retten. Der eigentliche Grund ist, naja, man möchte dann die Helden benutzen als Ablenkung, damit dann Kasim, während die Helden diese Ferkinas ablenken, möchte derjenige dann den Mordauftrag zu Ende führen. Das als Hintergrund zu diesem Abenteuer. Nachdem so ein bisschen das Ferkinerland beschrieben wird, es geht natürlich los mit einem großen Kampf gegen ein paar andere Stammesmitglieder, wird dann alles so ein bisschen etabliert, diese ganze Region, vor allem für Leute, die eben noch nie hier gespielt haben oder auch geleitet haben, werden dann viele Hinweise gegeben, wie man so ein bisschen dieses Flair aufbaut, dass man dann eben auch mit Elefanten ein paar Sandlöwen jagt, oder in diesem Fall ist es halt nur eine, dass man gegen Koramsbestien, also gegen Hyänen in den Gebirgen zieht. Und welche Schwierigkeiten da auf dieser Reise dann eben, naja, entstehen können. Schlussendlich erreichen die Helden dann aber unter der Führung dieses anderen Ferkiners, erreichen sie dann das Tal, wo diese blutgierigen Bestien hausen sollen. Zumindest wurden sie die ganze Zeit so beschrieben, wurden so etabliert und so verhalten sie sich dann auch. Wie genau dann das Finale in den Höhlen abläuft. Wie gesagt, das Ding hat nur 16 Seiten. Ganz so viel Plot kann man da nicht erwarten. Es ist halt ein nettes Abenteuer für zwischendurch. Wenn Sie dann diese Höhle erreicht haben, können Sie sich da ein bisschen umsehen. Sie könnten gefangen genommen werden. Sie können aber eben auch dann direkt nach einigen Nachforschungen auf den Sohn treffen und erfahren dann dort, ja, er ist verletzt, aber es ging dabei eben um einen Mordanschlag. Und das ist dann so ein bisschen dieser Hintergrund, der dann nachträglich aufgeklärt wird. Man kann dann auch noch versuchen, den Attentäter dann zu überzeugen, dass er dann, naja, gegen diesen anderen Wesir zieht, der jetzt zu unrechtmäßig auf diesem Thron sitzt. Der Hintergrund, der dann noch ein bisschen zusätzlich sich da anbahnt, ist, dass da noch eine Raja-Geweihte oder ein Raja-Geweihter, ein Zwitterwesen, herumläuft, was schwanger ist. Ich weiß nicht genau, was der damit zu tun hat. Der hat mit dem Rest eigentlich gar nichts zu tun. Aber zumindest gibt es da dann einen Zwitter, ein Zwitterwesen, was dann eben von diesen Ferkinas als Raja Heilige verehrt wird, schwanger, mit Bart, mit Brüsten. Da würde ich erstmal auf einen Plot mit Belgelel tippen.
Wie auch immer man das dann am Ende löst, hat wenig mit der Story zu tun. Am Ende kann dann der Sohn mitkommen. Da hat sich natürlich dann auch vor Ort nochmal in eine andere Reihe Geweihte verliebt, die da rumläuft. Naja, wenn man dann den Sohn eingesackt hat, kann man den Visier stürzen. Das ist so quasi die Essenz von diesem Abenteuer. Ob man das mag, sei jetzt euch überlassen. Da kann der Spielleiter sicherlich eine ganze Menge rausholen. Ich finde es zumindest gut, dass in diesem Heldenwerk-Abenteuer naja, die Thulamidenlande vorgestellt werden, dass man mal wieder drin spielen kann. Ist es solide, wie gesagt, dann hat man nicht so wirklich viel Platz auf diesen 16 Seiten, aber dafür, ja, da hat dann der Autor, beziehungsweise auch das Korrektorat, hat da eine ganze Menge rausgeholt, damit das eben, ja, zu einem spielbaren Abenteuer wird. Ja, kommen wir zur Bewertung, und zwar Modularität. Das Ding, das Abenteuer ist ziemlich einfach verschiebbar, sowohl örtlich als auch in der Zeit. Es ist schon irgendwie an die Wüste gebunden, aber da kann man es dann hinschieben, wo man möchte. Man braucht irgendwie so ein bisschen Wüste, man braucht ein bisschen Berge. Es lebt hier auch gerade eben davon, dass hier so viel Szenenwechsel ist. Gerade am Manaar, die ist alles eben noch sehr schön am Fluss und sehr, sehr fruchtbares Land. Und dann geht man eben an der Wüste vorbei oder zur Wüste hin. Sandig, dann steinig, Steinwüste mit naja, irgendwelchen Bergvölkern, Bergbarbaren. Der große Vorteil, den ich mir hier aber vorstelle, ist auch, dass man es in andere Settings, in andere Orte verschieben kann. Also meinetwegen kann man es auch in Golarion spielen oder auch auf unserer Erde, vielleicht in anderen Fantasy-Systemen, die mir jetzt gerade nicht sagen, aber das ist auf alle Fälle machbar. Das ist auf alle Fälle möglich und das finde ich ziemlich gut. Wie gesagt, das ist auch nicht an die Zeit 1040 gebunden. Man kann es 1030, 1050 spielen. Das ist hier vollkommen egal. Spielspaß, ja. Das Abenteuer ist ein bisschen merkwürdig. Man weiß vielleicht nicht genau, wo das hinführt. Die Spieler werden sicherlich viel Spaß haben. Es gibt allerdings so die eine oder andere Stelle. Ich habe jetzt schon mal mit zwei anderen Spielleitern über dieses Abenteuer gesprochen. Und da wurde mir eben gesagt, dass in der allerersten Szene gab es zweimal ein Total Particle, weil dann diese Bergbarbarenvölker, die dann bis zum Tode kämpfen, das soll eben so ein bisschen diese Stimmung einheizen und für Fluff sorgen, damit man eben drin ist, wenn dann eben diese Ferkinas angreifen. Das ist dann eben ganz spezifisch auf dieses Setting angepasst. Aber das hat dann eben für zwei Total Particles gesorgt. Also es waren zwei Spielleiter, mit denen ich gesprochen habe und bei beiden war das eben der Fall. Gibt sicherlich noch ein paar andere. Da muss man echt aufpassen, dass man die Werte so an die Gruppe anpasst, dass das klappt. Da steht nämlich extra noch drin, dass jeder Spieler einen Gegner bekommt. Und wenn das dann ein Krieger ist, dann kann der Krieger das vielleicht noch irgendwie schaukeln. Aber wenn das ein Magier ist oder ein sozialer Charakter, der gar nicht kämpfen kann, dann wird er da unter extreme Herausforderungen gestellt. Und sowohl die Ferkinas kämpfen bis zum Tod, aber sie nehmen auch keine Gefangenen. Beziehungsweise, naja, vielleicht werden mal Frauen gefangen genommen, aber die sind dann quasi auch schon raus, weil mit denen andere Sachen getan werden. Also das ist schon ein bisschen fragwürdig. Es gibt noch ein paar andere Stellen, da könnten sich die Spieler genauso wehtun, können sie auch genauso auf die Schnauze fallen. Ja, ich gebe mal 2,5 von 4 Punkten für den Spielspaß. Auch da kann denn der Spielleiter noch ein bisschen versuchen zu drehen. Ich gebe auch für die SL-Schwierigkeit, gebe ich einfach mal 4 von 4 Punkten. So wie es hier drin steht, kann man es leiten. Man kann es mit wenig Schwierigkeit kann man es auch anpassen, dass es eben ein paar Plotlöcher, die es aufweist, kann man da eben noch versuchen zu reparieren. Man kann das eben noch ausschmücken. Ich gebe hier 4 von 4 Punkten. Da kann der Spielleiter trotzdem noch ein bisschen was investieren. Vor allem dann eben auch um diese Tage, diese Reise zusammen mit diesem Ferkiner, der einen dann begleitet. Die müsste man eben nochmal ausgestalten. Da würde man aber sicherlich noch eine ganze Menge zu finden, damit das eben nicht dröge wird und man das einfach so aberzählt, sondern damit man da eben noch was erlebt und nicht einfach nur nach 6 Tagen ankommt. Da müsste man eben diese Reise nochmal ausgestalten. Bonuspunkte. Ja, wie hat mir das Abenteuer ganz generell gefallen? Ich gebe 2 von 4 Punkten. Das Abenteuer macht vieles richtig. Es kann auch keinen weltverändernden Plot auf 16 Seiten anbieten. Es ist was Schönes für zwischendurch. Es wurde noch eine ganze Menge vom Korrektorat repariert, sodass dann am Ende ein spielbares Abenteuer herauskommt, was ich auch empfehlen kann. Also da tut man
sich eine ganze Menge Gutes, wenn man das so mal zwischendurch anbietet, vielleicht einer größeren Kampagne oder wenn man dann von dem einen Ort zum anderen reist, wenn man dann von Alanfa irgendwie, ich weiß nicht, nach Fasar will oder wenn man einfach irgendwann mal ein Ding in der Wüste spielen will, dann kann man das eben durchaus anbieten. Und ja, also es macht die Dinge, die es will, macht es gut und für ein Heldenwerk ist das komplett okay. Ich blende jetzt nochmal die Gesamtpunktzahl an und den Preis pro Seite, wie ihr das von mir kennt. Und damit ist diese Rezension auch quasi schon wieder zu Ende. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit sehen wir uns beim nächsten Mal und ich verabschiede mich von euch. Ciao.